Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu Vaporum. Ja, erstmal vorweg, ich habe noch ein Repair-Kit, ich muss also tierisch aufpassen. Vielleicht sollte ich mal meine Sachen umswitchen, zum Beispiel hier den Basic Protector reinnehmen statt dem Discharger. Gehen eine Massive Puto Resistant Taking Less Damage. Ja, nee, dann bringt es halt nicht so. Mehr Präzision für Handgun und Rifle wäre nicht schlecht. Wie funktioniert der eigentlich? Mache ich damit eine Sphäre? Ja, damit mache ich nur eine Sphäre, okay. Gut, wo wollte ich eigentlich überhaupt hin? Ich glaube, zu der Kiste. Hier war ich nämlich noch nicht bei der Kiste. Doch, bei der Kiste war ich schon. So, dann habe ich noch die Kiste hier. Die könnte ich hier in eins der Löcher schieben. Auch wenn ich jetzt gerade nicht weiß, ob mir das überhaupt was bringt. Ach so, da muss ich es reinschieben. Okay, das hätte jetzt schlecht enden können. Da wartet nämlich der Tod auf uns. Und ich hoffe mal, dass wenigstens ein Repair-Pack in dieser Kiste drin ist. Mein Level-Up dauert noch über 100 Punkte. Ich wundere mich gerade, woher habe ich so eine grobe Zahl an Fumium her? Nur kein Fehler machen. Zum Glück habe ich gespeichert, yay. Ja, toll. Wie soll denn das gehen? Ich kann schlecht das hier resetten. Ernsthaft? Ach, hier war ja noch eine Kiste, gut. Gott sei Dank war hier noch eine Kiste. Uah. So, dann nehmen wir die mal schön mit. So. Jetzt brauche ich noch dich hier. So, genau das gleiche Spiel. Wie soll das gehen? Ich meine, das ist jetzt wirklich die letzte Kiste, die ich habe.
Da ist keine drin. Hier ist auch nirgendwo eine. Hier ist nichts. Ah. Okay, hier ist noch eine. Dann passt's ja. Okay. Irgendwas hier versteckt gewesen? Nö. Da war der Basic Discharger drin. Ja, das Acid Nozzle. Okay. Ich nehme mal nicht an, dass ich dich einfach in die Mitte in den Teleporter schieben kann und du bist dann weg. Ah, doch, das klappt sogar. Yay. So, da muss ich jetzt aber erstmal dich an die richtige Position bringen. Nämlich hierhin reinboxieren. So. Das hat nichts gebracht. Ich muss ihn wieder zurückschieben, weil ich kann hier nicht ziehen. Aber so. So und so. Und dann kann ich ihn reinschieben und geschafft. Fermium Capacitor. Die beiden nehme ich gern erstmal. Was bist du? Das ist geil. Also Life Leech. Prozent. Das nehme ich doch jetzt gerade mal lieber. So, da wir das Rätsel jetzt geschafft haben. Quick Save. So, das heißt, wir müssen hierher zurück. Und dann auf der anderen Seite den Schlüssel benutzen. Ups. Ja, die Bücher kann man nirgendwo reinpacken. Die sind aber Questgegenstände, weswegen ich sie mitnehmen möchte. Was habe ich hier zurückgelassen? Ach so. Ein Haufen Schrott. Ja, hier will halt immer noch nicht aufgehen. Das macht nur hier zu. Die kann ich nicht einschlagen. Die Kiste hatte ich bereits geplündert. Hier ist sonst nichts. Okay, das habe ich jetzt nur durch Zufall gesehen. Du bist eine Combat Fuse.
Punkten ist doch schon mal nicht schlecht. Okay, damit haben wir schon mal das erste Secret gelüftet. Das erklärt aber immer noch nicht, wie wir hier reinkommen. Da habe ich die Handschuhe drin gelassen. Na gut, dann geht's jetzt zurück in den Anfangsraum. Da haben wir noch scheinbar Ruhe. Oh. So, Life Leech benutzen. Mhm. Wow. Aua. Das war nicht so gut. Jetzt haben wir nämlich wieder mehr Lebenspunkte verloren. Ja. So. Du mach ruhig deine Säure. Dann entziehe ich dir wieder Leben. Kannst ruhig deine Säure wieder machen. Und ich töte dich. So. Na, es fehlt nicht mehr viel zum Level up. Sehr schön. So, dann tanke ich einfach mal direkt Energie nach. Hi. Wer auch immer dich eingeladen hat. Au. Au. Ja, du bist da etwas schneller als ich. Also, das kostet 80. Und ja, ich sehe nichts mehr. Ah, da war ich wieder zu langsam. So, danke schön. Ah, Level up. Und nur Repair Pack. Sehr schön. Circuits. So, ich save mal, weil ich will jetzt mal ausprobieren, wenn ich das mache, kriege ich automatisch gleich das Shield Braces mit. Okay, gut. Das heißt, jo. Du dahin. Du dahin. Ja, sehr schön. Das nenne ich mal Lebenspunkte. Ich weiß halt leider immer noch nicht, wie ich hier reinkomme. Und ich möchte eigentlich auch nichts verpassen hier. Muss ich vielleicht alle hier schließen? Der Knopf hört sich auch irgendwie hohl an. Als ob er halt kaputt ist.
Also ja, gehen wir mal weiter. Ei. Das war wieder die falsche Taste. So. Dich kann ich auch super taunten. Ne, kann ich nicht, weil du kannst dich auch so bewegen. Ja, doch, ich kann dich einigermaßen. Jetzt höre ich aber mit Repair-Packs zugeschmissen. Wenigstens etwas. Das ist entweder die Ruhe vor dem Sturm. Oh. Heilspinne. So. Ich kann dir ja Leben klauen. Ich sollte doch wenigstens einen Punkt in die Regeneration von Energie reinpacken. Gut. Ja. Das war geblockt, wenigstens ein Teil des Schadens. Wie viel Fomium brauche ich jetzt eigentlich? Ach, etwas mehr als 300. Das geht ja noch. Wie gesagt, Bücher kann ich nicht da reinpacken. Nichts, woran ich ziehen kann. Keine komisch aussehenden Bücher, kein Zahnrad, wenn ich drüber fahre. Nö, hier ist nichts. Gut. Ah. Hi, kleiner Freund. Ja. Wenn du alleine bist, bist du relativ harmlos. Bringst wenigstens 10 Fumium. Dumm. Regular Buckler. Davon haben wir ja hier einen. Oder? Nee. Recruit Buckler. Regular Buckler ist schon mal besser. Noch ein Quest-Item. So. Recruit. Also ein Regular Buckler. Mehr Integrity. Das war die falsche Taste. Was habe ich heute mit den Tasten irgendwie? Naja, gut. Gucken wir erst die kleinen Räume hinter uns an. Sturdy Plating. Würde meine Toughness um einiges erhöhen. Ja. Behalte ich den hier mal. Combat, Weapon Damage, Toughness, Integrity und Evasion.
Ah. Nicht ausweichen. Au, das hat wehgetan. Naja, nicht ganz so wirklich. Dem seine Tritte und Schüsse sind relativ. Naja, harmlos will ich nichts sagen, aber sie gehen. Und ich muss etwas Munition sparen gerade. Ein besserer Helm ist immer gut. Music to my ears. Die neuen Aufzeichnungen oder ja, sind wirklich ja, die neuen Aufzeichnungen sind wirklich seltsam. Seltsam. Schön. Sie klingen fast wie Musik. Eine tiefe, bewegende, herzzerreißende Musik. Ich kann mir immer noch nicht ausmalen, was der Fumiumkern ist oder wie er aussieht. Aber ich kann sein schlagendes Herz hören. Mit seinen einzigartigen, fantastischen Melodien. Singt es zu mir? Liam Howell. Audio Analysis Team. Mhm. Sind das zwei verschiedene Lockern? Nein, das ist einer. Aber ansonsten ist hier erstmal auch wieder nichts.